Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zugeschaltet bist auf Roland Media am Kanal Mantrapreneur. Ich bin der Roland und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, der Kanal für spezielle Themen. Und heute haben wir wieder, glaube zum dritten Mal schon, die Claudia Almesberger zu Gast. Ich freue mich schon auf sie wieder, weil das ist auch ein Thema, das ist ein Tabuthema in unserer heutigen Gesellschaft. Es geht um Gewalt in der Partnerschaft, in der Ehe, in der Beziehung und wie man sich von diesen Co-Abhängigkeiten befreien kann. Also in der Zwischenzeit Kanal abonnieren so nicht gemacht. Das hilft der Kanalarbeit ungemein. Natürlich freue ich mich über einen Daumen hoch, über ein Teilen und ja, bis gleich. Hallo liebe Claudia, grüß Hallo, lieber Roman. Servus, schön, dass wir es wieder schaffen. Heute im Ja, dritten Mal. danke. Danke für die Einladung. Gerne, gerne, gerne. Macht immer Spaß mit dir. Ja, danke. Ja. Absolut am Lauschen und Lernen immer. Also am Lauschen und Lernen. Ich glaube, dass viele Männer sollten auch mehr ihren Frauen lauschen und lernen. Heute Auf ein Gegenseitigkeit. bisschen, ja. Auf Gegenseitigkeit vielleicht. Gegenseitiges Lauschen und Lernen, genau. Heute haben wir so auch so ein bisschen ein Tabuthema, Gewalt in der Beziehung, in der Ehe. Ist ja auch so ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Wie man da wieder rauskommt. Ja, ich selber, also wirklich auch jetzt kurz vor Sendebeginn mir überlegt, ob ich überhaupt darüber sprechen möchte oder ob ich es sein lasse, aber nein, ich glaube, es ist ein ganz ein wichtiges Thema. Und es ist ja definitiv auch so passiert, wie es bei mir auch passiert ist. Also, ich habe ge also Gewalt in meiner Ehe erlebt, erfahren. Und ja, und erzähle noch auch, wie ich rausgekommen bin. Wenn du so zurückdenkst oder reflektierst, ganz heute bist du eine, nicht eine wunderschöne, sondern eine ausgeglichene, glückliche Frau, die ziemlich, also für mich so ziemlich in der Mitte steht, ausbalanciert ist. Aber wenn du so zurückdenkst in die Zeiten damals, so, man ist ja jung, unerfahren, ja, wenn du wie rutscht man da rein? Ich sag mal bewusst, wie rutscht man da rein? Ich weiß, Seelen suchen sich das aus, ist ein Lernprozess, ja. Ja, die Message verstehe ich auch, aber trotzdem, von außen schaut es aus, wie rutscht man da rein? Wie rutscht man rein? Ich glaube, ich habe schon immer, also im Laufe meiner Kindheit, sehr viele Emotionen unterdrücken müssen. Ich habe es nie so ausleben können, wie ich es vielleicht gern gemacht hätte. Weil wenn ich mich gezeigt habe in meiner Emotion, dann war ich entweder böse oder halt blöd oder nicht brav oder nicht angepasst und habe mich dann immer auch gern zurückgezogen in mein Zimmer. Habe damals immer zum Glück Tiere gehabt, Meerschweinchen. Das war immer so mein Ankerplatz und meine bedingungslose Liebe, wo ich dann auch oft da gesessen bin und war froh, dass ich die Tiere gehabt habe, damals, ja. Weil ich mich ja nie so zeigen habe können, wie ich es wollte. Also meine Bedürfnisse oder meine Wahrnehmung oder meine Emotionen wurden halt von außen irgendwo unterdrückt oder nicht wahrgenommen. Jetzt hat sich da in mir natürlich ein Vulkan aufgebaut, wahrscheinlich, ja. Ich habe zwar damals schon sehr viel Sport gemacht, ich war immer in Bewegung, wahrscheinlich auch deswegen habe ich das braucht, dass ich mich immer bewege, dass ich das nicht so spüre und so wahrnehme. Also ich war ständig in Bewegung, ständig im Sport, im Leistungssport. Habe immer ganz viel von mir abverlangt selber und mir dann so in der Pubertät habe ich schon gemerkt, dass ich sehr viel Aggressionspotenzial se selber in mir trage und sehr viel Wut in mir habe, vor allem auf meine Mutter. Also da war ganz viel Wut auf meine Mutter da, ja, warum auch immer, es war so, ja. Und wie dann meine erste Ehe meinen ersten Mann kennengelernt habe mit ganz 19, war ich sehr, sehr, sehr verliebt, ja. War auch bald schwanger, also zu meiner ersten Tochter, gleich mal, glaube ich, nach 5 Monaten, ja. Wir sind dann gleich zusammengezogen, es hat sich ja relativ schnell herausgestellt, dass wir beide sehr aneinander klammern, also schon die Liebe war, also die war, so war sehr schön und sonst wäre er ja nicht gleich schwanger geworden und das war für mich auch okay und auch für ihn, also das hat auch passt, aber wir waren beide in derselben Energie, also wir waren beide sehr eifersüchtig, wir wollten uns beide festhalten
Und sobald einmal der andere was gemacht hat, was den anderen nicht gefallen hat, ist es eskaliert. Ja. Also Gegenseitigkeit. Und da war halt auch Gewalt im Spiel, was ich natürlich nie wollte, bewusst nicht wollte, aber ich habe mich dann halt immer gewehrt. Ja. Und meistens war halt dann auch Alkohol im Spiel, wenn es so eskaliert ist. Und im Laufe der Jahre hat sich halt das dann wirklich, ja, zur Gewohnheit gemacht, mindestens 2, 3 Mal im Jahr, dass wir so eskaliert sind, ja. Also, und Gewalt eben massivst im Spiel war. Im Alltag so nicht, aber immer, wenn wir fortgegangen sind, und es war Eifersucht im Spiel, oder ich bin alleine gegangen, oder er ist alleine gegangen, und dann ist es einfach eskaliert, weil da einfach wahrscheinlich sehr wenig Vertrauen war, oder wir nicht drüber gesprochen haben, und die Erwartung wahrscheinlich eine andere war und wir nicht in diesem Bewusstsein damals waren, dass wir über das kommunizieren hätten können. Ja. Jetzt haben wir eigentlich die Beziehung noch sehr übers Ego gelebt und über Vorwürfe, Angriffe und so weiter. Und ja, es ist da wirklich ganz viel nicht Schönes passiert, ja, wo es ja dann in mir sehr viel Angst, also wirklich eine Angst aufgebaut hat, ja. Angst eben vor diesem Verhalten, vor dieser Gewalt, und wo ich dann nach Jahren auch gesagt habe, ich möchte es auch nicht mehr so in der Form leben, und wollte immer schon aussteigen und immer schon aussteigen, und da war aber auch einerseits die Hoffnung und die Liebe, weil wir haben eine wunderschöne Zeit auch dazwischen gehabt und auch mit unseren Kindern und alles, hat da sehr schöne harmonische Zeiten gegeben, ja. Aber trotzdem, das war mir eindeutig dann zu viel. Wir haben auch versucht, eine Paartherapie damals zu machen, aber da haben wir dann auch Sitzung in Anspruch genommen. Mein Ex-Mann wollte das dann nicht weiterführen. Ja, aber dann hätte es ja vielleicht so zeigen müssen. In dieser Situation ist, damals wurde das nur verheimlicht und abgestritten und ja, nicht offen vom Tisch gelegt oder ausgesprochen. Also für mich war das dann nicht mehr schön, und mir ist dann auch mehrere Male auch was passiert, also auch körperlich. Und ich glaube, 2 Jahre vor meiner Scheidung bin ich durch eine Glastür und hab mich sehr schwer am Fuß verletzt. Und von dem Zeitpunkt an habe ich gewusst, dass das für mich nicht mehr geht und nicht mehr passt. Ja. Habe aber dann noch 2 Jahre gebraucht, um mich aus dieser Partnerschaft zu befreien. Und gespürt habe ich es, dass ich weg, also dass ich war eigentlich emotional, war ich schon weg, ja. Aber es war halt einfach die Familie, die Kinder waren da, die Versprechen waren immer wieder da, die Hoffnung war da, und so war es für mich nicht so einfach, weil den Menschen habe ich grundsätzlich sehr gern gehabt, ja, sonst hätte ich ja nicht geheiratet, war ja nicht mein Ziel, dass ich mich wieder trenne, aber das Leben hat mal was anderes gezeigt und auch mir bewusst gemacht, dass ich so Beziehung nicht weiterleben möchte und kann. Genau, und dann ist eigentlich relativ schnell gegangen. Es war eine Ruckaktion an einem Freitag, das weiß ich nur ganz genau. Ich habe zufällig die Wohnung gekriegt von meinem Bruder, der, wo er heute noch lebe, der ist da ausgezogen, damals zu seiner Freundin. Und das war schon alles organisiert, das habe ich im Vorfeld schon alles organisiert und habe nur das Notwendigste genommen, meine Kinder geschnappt und bin in die Wohnung gezogen. Ohne es großartig anzukündigen, also bei meinem Ex-Mann. Ja, der war natürlich schon sehr überrascht, mit dem hat er nicht gerechnet, aber ich habe für mich keine andere Möglichkeit gesehen, weil ich habe gemerkt, so kann ich nicht mehr und möchte ja nicht mehr, weil irgendwann passiert irgendwas und da bin ich mir jetzt dann wahrscheinlich mehr wert und wollte natürlich auch meine Kinder schützen. Und ich habe ja relativ lange, lange da mitgespielt. So geht es einmal. Hast du Und das? ich war ja selber auch daran beteiligt, das heißt, es geht da nicht um Schuld, sondern ich hätte ja schon viel früher aus diesem Spiel aussteigen können, ja. Das war meine nächste Frage. Was waren so deine Anteile daran, wenn du zurückblickst? Ja, also gleichzeitig extrem eifersüchtig und habe sehr festgehalten an dieser Verbindung, ja.
war natürlich auch oft sehr wütend, wenn er nicht zu Hause war und einfach irgendwo hingegangen ist und sie an die Kinder angenommen hat, oder so wie er meistens, so wie es ich von meinen Eltern gerne auch ich alles übernommen, also was Kindererziehung und Abholen vom Kindergarten und so weiter, das habe ja alles ich übernommen, also und damit hat er gar nichts zu tun gehabt, also für ihn war es wichtig, dass ich zu Hause war, ja, mit den Kindern. Das war einfach für ihn sehr wichtig. Richtig, aber ich bin berufstätig gewesen, damals auch 30 Stunden immer. Wenn ich hin, weil das habe ich einfach gern gemacht und ich bin gern selbstständig und arbeite gern. Wollte natürlich für mich was machen und auch nicht abhängig sein irgendwo, einer Art und Weise, wo ich auch sehr froh bin darüber, ja, dass ich da immer selbstständig geworden bin. Und mein Anteil war im Endeffekt, ich denke, ich war in der gleichen Situation wie er, ja. Sonst hätten wir uns ja in der Form ja gar nie so angezogen, ja. In so einem gewissen Grad habe ich ja da auch gern mitgespielt, weil natürlich, wenn Drama ist, gibt es ja wieder Versöhnung. Also das ist ja dann der andere Teil, das ist ja dann wieder wunderschön, ja. Aber heute würde ich, also so eine Partnerschaft, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Aber damals war es so und ich habe sehr, sehr festgehalten, ja. Aber wahrscheinlich aus einer Angst, aus dieser Verlustangst, außer diesen Schmerz nicht spüren zu wollen oder was aufzugeben und nicht zu wissen, was kommt auf mich zu. Ja, das kann auch anziehend sein, dieses Spannungsfeld, diese Extreme zu haben, ja. Und also diese dann, Ja, extrem, ist vielleicht genau. blöd, aber da ist keine Langeweile drinnen, ja, sondern, was sagst du? Ja, Nach der Eskalation gibt es eine Versöhnung wieder. Ja, genau, gibt es Versöhnung und Überlegungen auf und ab, genau. sag, als du dann diesen Schritt gemacht hast und in der Wohnung warst mit deinen zwei Töchtern, hast du jemals gedacht, Scheiße, ich geh wieder zurück? Gab es Zweifel am Schritt? Natürlich gab es Momente, wo ich überlegt habe, aber dann habe ich mir trotzdem das vor Augen gehalten, was alles passiert ist. Und da hat es dann kein Zurück mehr gegeben, weil ich gewusst habe, nein, das geht so nicht. Ja. Also natürlich gab es Zweifel. Und gab es Momente, wo ich mir gedacht habe, nein, wieder zurück. Natürlich hat es das gegeben. Ja. Mit der Hoffnung, dass es nachher besser wird. Genau. Aber gleichzeitig auch wieder nicht, ja. Also ich bin immer zurück. Inwieweit war für dich die Unterstützung vom Umfeld wichtig? Familie, Freunde? Hast du da Halt gefunden? Ja, es war für mich sehr wichtig. Meine Mutter steht sowieso immer, also die ist sowieso immer hinter mir gestanden, egal was passiert. Also die hat mir, glaube ich, auch, nein, die hat mir geholfen zu übersiedeln. Das weiß ich nur, genau. Nein, meine Mutter ist immer hinter mir gestanden. Und so heute muss ich, heute 85 und ich bin ja für alles sehr dankbar. Und meine ganze Familie, die sind immer hinter mir gestanden. Also wir sind eine Familie, die auch zusammenhält. Ja. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Und da hat es auch nie in der Verurteilung gegeben oder sonst irgendetwas, sondern die sind wirklich, die stehen einfach, ja, da dahinter und muss dazu. Nein, es war nicht leicht, es war auch vor Weihnachten die ganze Situation, der ganze Umzug, die ganze Übersiedlung, es war auch die Scheidung noch vor Weihnachten und wir sind auch dann weinend alle miteinander zusammengesessen, Weihnachten und haben geheult, ja, das ist so. Mein Ex-Mann und ich haben zwar dann nicht mehr viel Kontakt gehabt, also er wollte es auch nicht und er wollte dann auch keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben, ja. Und weil ja ich nicht mehr im Spiel war und er hat das da ein bisschen anders gesehen, das Ganze. Und ja, so sind meine Töchter dann letztendlich auch ohne Vater aufgewachsen. So ähnlich wie bei mir. Mein Vater ist verunglückt und gestorben, aber
Letztendlich hat er das ein bisschen so durchgezogen, ja. Diese Muster. Und sie haben auch heute keinen Kontakt, also. Möchten Sie nicht oder ist nicht möglich? Oh ja, die Kinder, also meine Töchter möchten schon, aber er mag keinen Kontakt. Wie haben deine Töchter damals reagiert, als ihr ausgezogen seid? Meine Kinder kriegen das ja sehr früh mit, Ja. dass die Beziehung nicht passt und die spüren das. Jetzt im Nachhinein, wo wir das alles aufgearbeitet haben, war, weiß ich, war sehr viel Angst im Spiel, aber auch sehr viel Leid, weil meinem Kind hat auch der Mann, also mein Ex-Mann leid getan, der Papa, ja, weil der dann plötzlich alleine da gestanden ist. Also für die Kinder ist ja das oft, die stehen dazwischen, ja, weil die Kinder wollen ja beide Eltern immer zusammen haben, meistens halt zusammen haben, ja. Natürlich haben sie die Streitereien auch mitbekommen, ja. Aber für die Kinder war das sicher nicht leicht, weil die wollten uns trotzdem beide. Die Ja. Kinder suchen auch sehr häufig die Schuld bei sich, dass Eltern sich getrennt haben. Ja, und das habe ich auch bei unserer gemeinsamen Arbeit dann herausgefunden, dass sie sich sehr schuldig gefühlt haben, ja. Und da war dann auch, ja, viel zum Erlösen und Lösen. genau. Welchen Ratschlag kannst du Frauen geben und auch Männern? Es gibt ja beides, Alles, ja, natürlich. die in so einer Ja. Situation sind. Man hat immer die Hoffnung, es wird besser. Man will ja, man weiß es ja im Herzen, aber man will ja trotz den Versprechungen des Partners glauben, ja, Glauben schenken. Man hat ja, also ich kenne es ja von mir, man hat ja oft mehr Angst vom Neuen oder vom Alleinsein als von der Situation, die zwar nicht angenehm ist, aber die, wo man sich doch eingerichtet hat und die im gewissen Sinne auch vertraut ist. Genau, aber man fügt sich selber durch das Verhalten, das man zulässt, von jemandem anderen so behandelt zu werden oder auch ich jemand so behandelt, ist man selber also überhaupt nicht gut zu sich selber eigentlich, ja. Man fügt sich selber sehr viel Schmerz zu und Leid zu. Das heißt, sich selber viel mehr hinterfragen, möchte ich das über, wie möchte ich, dass mit mir umgegangen wird, ja. Wie möchte ich selber mit Menschen umgehen, ja. Also das war teilweise wirklich sehr respektlos und nicht wertschätzend. Also in dem Moment, wo du dich aber so behandeln lässt, bist du nicht respektvoll zu dir selber und auch nicht wertschätzend. Aber das habe ich damals, war einfach nur die Liebe und die Familie ist so im Vordergrund, wo ich auch mich eigentlich komplett vergessen habe, ja. Mich gar nicht wahrgenommen habe, ja. Und ich glaube, das klärt einfach so, ja. Liebe ist und dann muss man es aushalten, ja. Aber eins möchte ich einfach Frauen und Männern, die in einer toxischen On-Off-Geschichte oder in Gewalt in der Partnerschaft haben, beginn einfach dich selber zu reflektieren. Wie soll mit dir umgegangen werden, ja? Wie gehst du selber mit dir um, ja? Und das ist immer das Um und Auf. Wie behandelst du dich selber? So wirst du auch behandelt, weil heute ging gar nicht mehr, ja. Für mich ist Wertschätzung, Ehrlichkeit, meine Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, das haben wir damals nicht gemacht, das ist eher um Vorwürfe gegangen, da waren noch sehr viele Ego, also das Ego sehr, sehr stark im Spiel, ja. Und es waren auch so Machtkämpfe dann, ja, in einer Partnerschaft. Und das ist für mich keine liebevolle Partnerschaft auf Augenhöhe, ja. Aber ich habe die Erfahrung machen dürfen, dass ich eben wachse und mich von dem befreie. Und dass ich heute eine glückliche Beziehung, egal zu welchen Menschen, leben kann. Ja, Ja. ich wollte zu dir selber. Vor allem zu mir selber eine liebevolle Beziehung habe, eine ehrliche. Sag, glaube ich, eine Dann bleibt es nicht erspart, dass man geht, ja, weil man spürt es, wenn an was nicht mehr gut tut, dann ist es so wichtig, dass man die eigenen Grenzen wahrt, dass da keiner drüber geht mehr, ja. Und darum sind Grenzen und Entscheidungen so wichtig, einem selber zuliebe, ja. Und den Menschen kann man ja trotzdem weiterlieben, das hat mit dem nichts zu tun. Ich liebe meine ganzen Ex-Männer im Grunde auf eine gewisse Art und Weise und ich bin ja sehr dankbar und es geht ja gar nicht um Schuld. Und ich habe mir selber in die Situation begeben, ich hätte ja aus jeder Beziehung schon viel früher aussteigen können, ja. Ich habe mich bewusst auch oder unbewusst dafür entschieden, ja. Ja, es hat so sein müssen, aber man kriegt ja dann die Menschen Ja. in sein Feld, kommen in sein Feld
Weil sie uns einen Spiegel hinhalten, eine Lernaufgabe geben und gewisse genau. die wir uns anschauen dürfen. Das ist genau diese Beziehung, in der Frequenz du auch selber schwingst, ja. Absolut. Das ist so. Sonst würde ich jetzt gar nicht da bei dir sitzen, ja. Ja. Ich würde auch diese Podcast nicht machen, wenn ich meine Vergangenheit nicht hätte. Absolut. Ja. Und ich würde nicht mit Menschen arbeiten können, wenn ich dann selber die Erfahrung gemacht hätte. Ja, absolut. Und selber die ganzen Schatten mir intensivst angesehen hätte, ja. Eine Frage noch, liebe Claudia, für unsere Zuhörer auch, weil ich mir die auch selber mal gestellt habe. Ja, als du noch in dieser Beziehung warst, gab es da von außen Familie, Freunde, Leute gesagt, hey, geh raus, geh raus, geh raus? Oder haben die gar nichts mitgekriegt? Ja, die haben das schon mitgekriegt. Also natürlich gab es immer wieder Gespräche, dass ich da rausgehen soll. Aber letztendlich war ich da selber super strikt drinnen und den Weg kannst letztendlich ja nur du selber rausfinden, natürlich schon mit Hilfe, aber du musst es selber spüren, ja. Also es muss selber der Moment kommen, dass du spürst, so jetzt geht's nicht mehr. Das muss, so wie es bei mir war, scheinbar was passieren, bis man aufgerüttelt wird und wach wird, ja. Dass es so nicht mehr länger geht, ja. Ja. Ja, es sind oft gut gemeinte Ratschläge von anderen, aber die sind ja nicht in meinen Schuhen gewesen oder in meiner Situation und in meinem Gefühl, ja. Und ich habe halt genau, bin ich halt genau der Weg so vorgesehen und jetzt so im Nachhinein zum Glück ist mir das mit dem Fuß passiert, ja. Was natürlich in dem Moment nicht schön war, weil meine kleine Tochter war erst 6 Wochen alt und ich war dann gleich eine Woche im Spital. Und da hat es sehr viele Tränen gegeben und sehr viel Leid. Für uns alle natürlich, ja. Aber ich sage jetzt im Nachhinein, ist es ein großes Geschenk gewesen, dass mir das passiert ist, weil somit haben wir aus dieser Beziehung befreien können, ja. Das war der Weg halt für mich so gegeben, ja. Ich habe auch deswegen gefragt wegen dem Unfall, weil bei mir war es immer so, dass Freunde zu mir gesagt haben, das ist gut gemeint, aber Roland, geh raus, geh raus, geh raus. Und vom Kopf habe ich gesagt, habe ich zwar verstanden, aber emotional habe ich mich lösen können. Und habe gesagt, wer nicht in dieser emotionalen Situation ist, kann es nicht nachfühlen, ja. Aber der Verstand, und sie meinen es ja wahrscheinlich auch gut, ja, die Menschen. Ja. Genau. Aber wie gesagt, ich habe dann diesen Weg letztendlich schon, ich glaube auch durch Gottes Führung so gehen dürfen, weil das Leben hat mir dann schon einen Menschen geschickt, mit dem ich eben dann später 5 Jahre zusammen war, um da rauszufinden, dass mir einfach leichter gefallen ist, ja. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Ja. Ja. Wenn du das gerade anschneidest, die neue Beziehung, manche Menschen, die gehen ja gleich aus Angst von generell vom Alleinsein gleich in die nächste Beziehung rein. War bei mir auch einmal eine Zeit lang so, da, wo ich mir danach fragen muss, ging es wirklich um den Menschen oder wollte ich einfach nicht allein sein? Findest du es in der Reflexion gut, doch ein bisschen Abstand zu halten und sagen, okay, auch mal mit sich alleine zu sein, selbst zu reflektieren und sich zu sein, bevor man gleich wieder in die nächste Beziehung geht? Weil man nimmt es ja immer selber und seine Muster ja mit. Ja, ich finde es total, also gut und wichtig sogar, dass man einmal eine Zeit alleine verbringt und sich wirklich reflektiert und lernt, einmal alleine zu sein, ja, seinen eigenen Bedürfnissen einmal nachzugehen und schauen, was möchte ich eigentlich im Leben, wo zieht es mich hin, was ist meine Vision, was möchte ich eigentlich mit mir machen, weil sonst macht man ja oft das ganze Leben von einem Partner oder einem Partnerin abhängig und achtet dann mehr auf den seine Bedürfnisse, aber in dem Moment, wo du selber reflektiert bist, wirst du auch deine eigenen Visionen und Ziele mal klarer definieren können, was möchte ich eigentlich im Leben jetzt, sogar wenn ich alleine bin, weil ich bin jetzt die letzten 5 Jahre, wo ich, ja, unter Anführungszeichen, ich habe schon eine Beziehung gehabt mit einem wesentlich jüngeren Mann, war eine super Zeit, habe sehr viel erlebt und war ein bisschen on-off-Geschichte und ein bisschen toxisch, aber das hat mich dann so richtig zu mir geführt und habe dann gelernt, so richtig alleine zu sein und bin auch in der Zeit sehr viel gereist, sehr viel in der Welt und gereist alleine und habe super Erfahrungen gemacht mit Menschen
Ja, und habe überhaupt keine Angst, alleine zu reisen. Also ich reise überall hin auf der ganzen Welt, ja, wo es mich hinzieht. Weiß ja, dass ich das kann und dass ich mich da wohlfühle, ja. Also bei mir ist jetzt, wenn ich jetzt von dem jetzigen Moment spreche, so wie ich mich jetzt fühle und in dem Bewusstsein, ist es für mich ganz wichtig, auch wenn ich wieder Paarbeziehung lebe, trotzdem für mich meine Zeit zu haben, ja. Und diese Liebe eben mit einem Mann zu teilen, ja. Ohne Abhängigkeit, sondern ich selbst reflektiert und der Mann für sich und das in der Verbindung einfach Paarbeziehung leben auf ehrliche Art und Weise, in der Verbindung, ja. Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, wenn man sich selbst auf den Weg gemacht hat und sich geoutet hat, geht's anders gar nicht mehr. Das Ich brauche, ich weiß, dass ich Zeit für mich möchte und brauche auch, ja, genau. und eben auch einen Partner, eine Partnerin, die eben der oder die auch gereift ist. Ja. Und klar, wir haben ja alle einen Rucksack, keine Frage. Wir haben alle ein Vorleben, Erfahrungen gemacht, aber der oder die sich ja wirklich mit der Arbeit begonnen hat, ja. Sie hört ja eh nie auf, aber einfach der an sich arbeitet und Ja. aus dem Kleinkindverhalten immer mehr rauskommt. Ich glaube, der Markt ist beschissen. Man findet gar nicht so viel, die hört sich gut haben. Kann es sagen, ich bin jetzt auf der Suche. Ich bin nirgends angemeldet oder so bei Tinder oder so. Ich auch nicht. Nein, ich lerne eh viele Leute und Männer auch kennen und ja, und freue mich auch über jede Begegnung, die auch bereit ist, so wie unser jetzt auch zum Beispiel, ja. Also ich liebe diese Gespräche und auf einer Ebene, die sehr erfüllend ist auch für mich, ja. Wenn es um Werte und um den Mensch selber geht jetzt, ja. Das gesehen werden, das wahrgenommen werden. Ich, genau, ja. Und das ist auch in einer Paarbeziehung so wichtig. Respekt und die Wahrnehmung. Und auch die Ehrlichkeit einfach auch, und das ist authentisch sein, ja. Dass man aber auch so sein kann, wie man ist, ohne sich zu verstellen, ja. Und Gefühle zeigen kann, ja. Ohne am anderen festzuhalten, ja. Ja. Sondern Ohne einfach große sein. Abhängigkeiten. Genau, ja. Den anderen sein lassen. Und du kannst immer selber entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Also du hast immer die Wahl. Du musst dir nichts aushalten oder wo bleiben, was dir nicht gefällt, ja. Und das ist, und so in Offenheit kannst du ganz klar Partnerschaft leben, Beziehung leben. Weil wenn es kommuniziert ist, dann, ja, was steht da dann im Weg? Nichts. Letztendlich. Absolut. Aber es ist auch ein Stück Arbeit, klar. Also die beide gehen müssen. Ja. Im Idealfall schon, bevor sie sich treffen. Ich bin auch beide, ja. Damit man sich nicht gegenseitig versucht zu therapieren. Genau, das habe ich auch mal eine Zeit gehabt, ja. Ja. Aber das möchte ja keiner lernen, das Das funktioniert funktioniert auch. nicht, ja. Nein, die Frau möchte einen Mann und keinen Sohn und der Mann möchte eine Frau, sollte eine Frau mögen und keinen Mann. Ja, genau. Und ja, genau, das ist auch, viele Frauen dürfen auch aus der Mutterrolle aussteigen, ja. Absolut, den Mann zu kontrollieren wie ein kleines Kind, ein Mann ist kein kleines Kind, ja. Und irgendwie wollen Frauen Männer haben und kastrieren sie aber gleichzeitig, ja. Indem dass sie so kontrollieren und, ja. Und Absolut. kommandieren, ja. Und, naja, Männer sollen Männer sein und bleiben, ja. Frauen und keine Mütter und sonst irgendeine Rolle spielen, ja. Hatte gestern ein spannendes Gespräch mit dem Frauennussknacker René, der mit Frauen arbeitet und sie wirklich in ihren Schoß, in ihre Weiblichkeit bringt. Und das Spannende ist, also ich höre von vielen Männern, macht's eure Männerarbeit, macht's eure Männerarbeit, dann kommt wieder Freizeit. Und der geht einen anderen Weg, der arbeitet mit Frauen, öffnet ihren Schoß wieder. Ja, also führt sie durch diesen schmerzlichen Prozess hindurch. Und dann sagt er, dann brauchst du mit den Männern gar nicht mehr arbeiten. Wenn die Frau in ihrer Weiblichkeit ist, dann kann der Mann sich alleine von automatisch wieder aufrichten und ist in seiner Männlichkeit. Wie siehst du Ganz das? von alleine, ja. Ganz von alleine, ja. Also ich arbeite das sehr gerne mit Männern im Coaching, wirklich. Weil wenn ein Mann vertraut und sich öffnet, ja, und die Frau auch an sich, also wieder in ihre Weiblichkeit kommt, dann geht das ganz von alleine, ja. Weil jede Frau, glaube ich, mag dieses Männliche und diese
Geborgenheit und dieses Gefühl von Sicherheit und sich annehmen können und natürlich auch die Intimität und Sexualität leben. Also Paarbeziehung ist für mich schon wichtig, dass ich auch eine lebendige Sexualität leben und verkörpern kann, ja? Mit einem Mann. Absolut. Die Sexualkraft ist ja nichts anderes wie unsere Lebenskraft. Ja? Also wenn die nicht da Ja, ist, ich finde auch ein normales Bedürfnis, ja. absolut. Claudia, vielen lieben Dank wieder. Danke für das Teilen deiner Geschichte. Danke für dein Ja, Vertrauen. sehr gerne, lieber Roland. Vielen Dank. Danke für deine Inspiration. Danke. Halt nur den Space. Ich lausche und lerne und halt nur den Space. Genau. Ja, es geht auch nur um dieses Raumhalten für jemanden, ja. Mehr braucht es ja oft gar nicht, ja. Absolut. Das ist Ja. auch, bevor wir zum Ende kommen, das ist auch etwas, was ich als Mann lernen und glaube, viele Männer lernen dürfen. Wir sind ja so, wir glauben immer, Männer müssen Lösungen bringen. Also Lösungen ist ja eher was Frauliches. Wir sind ja eher die, die führen. Ja? Aber wir glauben immer, wenn die Frau mit einem Problem zu uns kommt, wir müssen immer was tun. Wir fühlen uns so hilflos, ja, nichts zu tun. Ja? Aber anstatt auszuhalten, nichts zu tun, einfach nur zuzuhören oder vielleicht die Partnerin in den Arm zu nehmen, ja? Mit immer das Gefühl, man muss was tun. Nur da sein reicht. Genau. Aber das sind so alte Programme und alte Felder, die einfach da mitschwingen oft, ja. Einfach sein. Das Absolut. reicht. Genau. Und so lassen wir es auch sein. Vielen, vielen Dank, Claudia. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Danke. Gerne, lieber Roland. Bis zum nächsten Mal. Bitte. Schönen Danke. Tag. Ciao. 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 Ja, wenn auch du aus einer toxischen Beziehung raus bist, aus einer gewaltvollen, kann ja auch passive Gewalt sein. Vielleicht magst du es in den Kommentaren schreiben, vielleicht magst du deine Geschichte teilen. Wenn du noch wo drinnen steckst, vielleicht kann das für dich eine Inspiration gewesen sein, dass du dich befreist. Ja, nicht vergessen, Kanal abonnieren, so nicht gemacht, das hilft der Arbeit. Mir geht es einfach darum, dass viele, viele Menschen, diese tollen Menschen, die ihre Geschichte teilen, einfach kennenlernen, vielleicht auch Unterstützung, Hilfe annehmen können. Das ist mein Anliegen damit. Also fleißig, fleißig teilen, liken, Daumen hoch. Ich danke euch dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, Baba.